Um ein Gemisch zu filtrieren, gießt man das Gemisch durch ein Sieb oder Filterpapier. Zunächst muss der Papierfilter gefaltet werden. Wir betrachten die Zeichnung und falten unseren Filter entsprechend. Beim Einsetzen in den Trichter wird der so gefaltete Filter vorsichtig geöffnet. Die Flüssigkeit, welche aus sehr kleinen Teilchen besteht, fließt problemlos durch die Poren des Filters. Man bezeichnet die austretende Flüssigkeit als Filtrat. Der unlösliche Feststoff besteht aus Teilchen, die größer sind als die Poren des Filterpapiers. Der Feststoff bleibt im Filterpapier zurück. Man bezeichnet diesen Feststoff als Niederschlag. Die Filtration beruht also auf der unterschiedlichen Größe der zu filtrierenden Stoffteilchen.